Hallo und herzlich willkommen bei Creativers R30. Ja, seit der Woche, jetzt habe ich gerade das Datum gar nicht zur Hand, egal. Seit dieser Woche neu R30, wie ihr da oben schon seht, unser Leafy sagt uns, R30 ist Life of Social Worlds. Ja, das größte Problem war doch immer, man spielt alleine rum, einem ist langweilig. Ja, man hat niemanden zum Spielen. Die man ursprünglich mal hatte, die haben keine Lust mehr gehabt. Schon ist man ganz alleine. Gibt es jetzt Abhilfe, nämlich dies hier, Join Public Worlds. Da steht auch, 606 Player sind momentan in diesen Worlds. Das sind jetzt Welten. Von Playful erstellt, 20 Spieler maximal gleichzeitig auf einer Welt online. Ihr seht, jetzt lande ich gerade auf einer Welt, wo 7 Leute online sind. Die Welt heißt World Madweisel. Ist auch von Playful erstellt worden. Ja, ihr seht da unten, was soll es passiert. Ihr seht noch was. Meine UI hat sich verändert. Ich habe jetzt hier unten. Oh, die schaut so anders aus und so. Ja, super. Das gleich zum Anfang. Dankeschön. Oh, cool. Zum Angreifen etc. habe ich die Sachen jetzt rechts unten. Ich brauche sie angeblich auch nicht mehr ausrüsten. Links unten habe ich die Übersicht. Über die Map, übers Inventar, über den Touchstone und über Quivers. Achso, ja, genau, das Crafting-Menü. Nachteil natürlich an der Geschichte ist, die Chatsprache wird auf vielen Welten, wenn nicht auf allen, Englisch sein. Ich wüsste nicht, dass das jetzt irgendwie unterteilt wird, dass man sagen kann, man findet da jetzt eine deutsche Welt. Aber für Leute mit Englischkenntnissen dürfte das kein Problem sein. Oh, gut, Dankeschön. Ah, endlich ist die Nacht vorbei. Ja, das letzte Mal ist mir noch grauslicher passiert. Da bin ich am Anfang der Nacht dort gespawnt. Ich hatte viele Überlebenschancen, nämlich keine. So, was habe ich denn jetzt alles schon? I. Ja, immer noch die Notes. Crystal Shard habe ich gefunden. Leafy, Leder und Sinew. Gut. Ansonsten, ja, die UI, jetzt wollte ich schon wieder Dinos sagen. Ich bin eindeutig arg geschädigt, Leute. Die UI der Monster hat sich verändert, insofern sie sind deutlich gescheiter worden. Es hilft jetzt auch nichts mehr, sich ins Wasser zu stellen und zu meinen, da passiert mir nichts. So, hier seht ihr, warum diese Public Worlds funktionieren soll. Das Claiming-System ist an. Das heißt, wenn ich so eine Gegend betrete, sehe ich sofort, die gehört dem Spieler Palkus 1996. Ich kann hier jetzt nichts mehr abbilden. Abbilden, abbauen, ihr seht das. Alles, was da drinnen ist, geht nicht mehr. Da unten seht ihr auch den Spieler rumrennen. Auf der Karte sehe ich, aha, der hat sich da mindestens schon 4 geclaimed. Hier sehe ich, wo die Leute verteilt sind. Aha, bin ich der Player 269? Wahrscheinlich. So. Also, der hat sich hier ein System geclaimed. Ja, was auch neu dazu gekommen ist, das Claiming-System kann man jetzt für Münzen öffnen. Das heißt, wer Lust hat, kann sich auch gleich am Anfang so einen Claim kaufen oder wenn man halt die maximale Anzahl erreicht hat. So, da sehen wir immer die Grenze. Da geht sein Gebiet. Hier kann ich quasi noch abbauen und hier drinnen nicht. Auf diesen Public-Welten ist PvP aus. Und das Claim-System an. Das heißt, wenn man jetzt keinen hat, mit dem man spielen kann, will, etc., dann kann man sich hier so eine Welt suchen, auf der ein Gebiet suchen, das Gebiet natürlich claimen. Man muss das ja nicht für Münzen machen, man kann ja auch die Kohle zum Beispiel nehmen am Anfang. Und kann sich dann dort austoben. In der Welt, in der ich jetzt gerade bin, wird gerade nicht viel chattert. Kann aber auch einfach sein, dass die Leute gerade im Stress sind. Wer weiß, wer weiß.
Wo bin ich überhaupt? Da bin ich. Und gehen wir mal mehr in die Richtung. So. Und natürlich sollte man sich dann früher oder später mit den Leuten verständigen. So, hallo Schweinchen. Ich weiß, das Schweinchen war wahrscheinlich jetzt keine gute Idee, ist mir gerade egal. Tada, ich hab dich, ich hab dich. So. Ich bräuchte eigentlich Pilze. Ich bräuchte irgendwas. Ich habe noch gar nichts. Mensch. Wohin renne ich schon wieder? Ich renne wild und hin und her, aber nicht dorthin, wo ich hin will. Oh, da gibt es eine schöne Höhle. Da war sicher ja schon wer. Das hat irgendwer am Anfang benutzt. Da haben wir Wasser. Ei. Oh. Irgendwas nicht. Ich bin schon wieder beim Palko. Ja, ich bin wunderbar im Kreis gerannt. Wenn da der Palko ist. Moment. Dann rennen wir mal so. Da vorne müsste es ja auch Pilze geben. Theoretisch. Ah, Pilze. Noch mehr Pilze. Oh. Ah, da gibt es jetzt auch Geräusche. Wunderbar. Insgesamt maximal 100 Spieler pro Welt. Das heißt, ich nehme an, wenn die 100 voll sind, dann kommt doch erstmal da keiner mehr rein in die Welt. Und bis zu 20 eben gleichzeitig. Aber wie ihr gesehen habt, bei mir waren es jetzt auch nur 7 gerade am Server. So. Brauche ein bisschen Holz. Und ich brauche eins. So. Ah, da kommt wieder ein neuer Spieler her. Könnte man natürlich gleich mal Hello schreiben. So, Quee. Craft, da ist jetzt noch was Neues. Ich brauche die nicht mehr ausrüsten. Ich habe die automatisch rechts unten. Seht ihr die? Und ich hätte gerne das Schwert. Auch das brauche ich nicht mehr ausrüsten. Ich habe es automatisch drinnen. Ja. Jetzt fühle ich mich schon viel stärker. So stark, dass ich ein Leafy schaffe. Ein Leafy, das von mir wegrennt, bitte, ja? Tada! Block of Goo gelernt. Ja, sehr schön. Oh, so, der Pilz ist ja schon aus. Da können wir auch einen neuen nehmen. So. Brauche ich die nicht auch für irgendwas? Ich weiß es gerade gar nicht. Oder hat jemand einen Klopp auf Google geschmissen? Das ist ja. Also wirklich. So. Holz. Bin gerade etwas planlos, aber ich merke, ich weiß schon, merkt das gar nicht. So, was braucht man eigentlich? Wir bräuchten mal den Prozessor. Und gut. Gut, das sollte man hinkriegen. Nehmen wir da ein bisschen Wood. Und jetzt fehlt mir noch Stone. Gut, dafür bin ich noch zu langsam. Da wohnt wer?
Der hat sich aber das Land noch nicht geclaimt. Da hat sich eindeutig schon jemand niedergelassen. Sieht man aber nicht, wer. Der ist vielleicht doch gerade gar nicht da. Oder sieht man, wer das ist? It's Mdr. Nee, keine Ahnung. Kenne ich nicht. Wie ist denn das, wenn ich T drücke? Ach, da sehe ich die ganzen Spieler, die schon auf dieser Welt sind. Okay. Cancel. Und ich bin in einem neuen Areal. Ich habe keine Ahnung, wo ich eigentlich hinrenne. So. Oh, Player 269, was killt? Nein, dann bin das doch nicht ich. Das wüsste ich. Bin nicht von einem Pixie gekillt worden. Der nächste lässt sich von einem Miro killen. Und da hat einer die Welt wieder verlassen. Also ihr seht, man sieht hier laufend, was so passiert auf der Welt. Wirklich gechattet wird jetzt hier gar nicht. Wie chattet man, indem man Enter drückt, Text reinschreibt? Nochmal Enter drücken. Fertig. Okay, gehen wir mal da entlang. Brrr, ja, da will ich nicht unbedingt hin, also gehen wir da entlang. Westen ist falsch. Naja, doch, müssen wir. Südwesten. Also gehen wir Richtung Südwesten und schauen uns an, was da ist. Ja, den richtigen Startpunkt wählen, das ist, ja. Wichtig, finde ich. So. Einmal hoch. Und dann nach hinten. Ich weiß jetzt nicht, wie lange man oder wie oft man da aktiv sein muss, damit man nicht von der Welt runterfliegt. Ob man den Touchstone setzen muss, damit man überhaupt da erst fix auf dieser Welt ist. Auf jeden Fall habe ich jetzt diese Welt, in der ich hier gerade drinnen bin, künftig in meiner Auswahl. Die kriegt man da leider auch gar nicht raus. Ich hoffe, das kommt noch. Dass man diese Welten auch wieder verlassen kann. Weil im Prinzip möchte ich auf denen ja gar keinen Slot belegen, weil ich nicht dort bleibe. Und die hier zum Beispiel, die wären mir zu unkommunikativ. Weil da so gar kein Hallo passiert. Oh. Geht's denn da weiter? Sieht man nicht. Und wenn wir jetzt da. Ein Stück hier rüber. Wow. Oh, das schaut doch ganz nett aus hier. So. Da hat dann wieder einer Land geclaimt. Der klimmt gerade wunderbar Land. Was ist das? Lazons. Aha.
haben wir wieder einen neuen Spieler auf der Karte. Also es sind wohl mehr, die sich das jetzt einfach mal so anschauen. Und wie gesagt, wenn man jetzt alleine ist, ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie man vielleicht dazu kommen kann, andere Creativer-Spieler zu finden. Da hat einer schlampig einen Baum abgebaut. Finde ich mal ganz toll, das wäre schon mal was für mich. Da noch einmal. Das ist was, was ich gar nicht ab kann. Bäume einfach so halb abbauen. Naja, es ist ja nicht meine Welt. Also, was machen wir? Genau, ich muss euch eh noch was zeigen, dann auf unserer Welt. Das heißt, ich werde die Welt jetzt zumachen. Da habt ihr die Erklärung. Exit World, yes. So, da seht ihr jetzt die Welt, auf der ich gerade war. Ihr seht auch, ich habe schon mal ausprobiert. So, das hier müsste jetzt meine sein. Genau, Play. Da sieht man auch, ich war seit 6 Tagen nicht drauf. Oje. So. Okay. 3 Player, das wundert mich auch jetzt. Bin ich auf der richtigen Welt? Moment. Ja. Wieso nur 3 Player? Das muss man jetzt erklären. Das weiß ich nicht. So. Okay, weil ich es da noch nicht drinnen hatte. Wie geht denn das jetzt? Habe ich irgendwo eine Kiste? Nein. Da habe ich Kisten. Legen wir mal das und das weg. Und dann legen wir es an. Nein. Wie kann ich denn die ausrüsten? Muss ich die so reinlegen? Und so? Und was ist das da für ein Slot? Gut, jetzt habe ich es auf jeden Fall wieder an. Ich bin ja hier auf meinem Baumhaus. Ich sehe noch, was ich mir da oben anzeigen lassen wollte, das letzte Mal. Und mir wurde gesagt, ich habe was übersehen. Gehen wir erstmal runter. Dann nehmen wir einen anderen Teleporter. Treppe. Es ist entweder in einer gewissen Zeitperiode. Aber Alla war schon eine Weile nicht da. Das wäre natürlich möglich. Vergnügungspark, da muss ich nämlich hin. Ich hatte doch erwähnt bei der Insel, dass da sicher eine Wasserfall gut ausschauen würde. Huch. Achso, das ist meins. Oh, ja, den habe ich echt übersehen. Den Wasserfall sieht man aber nur von hier herunten. Upp, upp. Oh. Okay. Yippie! Geronimo, oder wie? Komm ich da hoch? Moment, das müssen wir aber prüfen. Wobei wir sind erstickt, bis wir da oben sind. Ah, da gibt es immer wieder Lampen. So, warum ist er so beleuchtet? Und ich muss eigentlich schaffen. Ach, dadurch komme ich gar nicht hoch. Weil ich da früher oder später dann die Luft von den Lampen habe. Schauen wir mal. Jetzt sind wir gleich einmal sticken.
Und da ist aus. Uah. Puh, gut, dass da Wasser ist. Ja, es sind ganz schön hohe Wasserfälle. Komm her. Schaut cool aus. Schaut richtig gut aus. So. Ja, und wie ich im Sendeplan wahrscheinlich schon aufgefallen ist, habe ich Creativeverse jetzt auf einmal zusammengeschrumpft. Einmal die Woche. Weil einfach mein Sendeplan so voll ist, dass ich gar nicht mehr gewusst habe, wie ich wann, wo, was ich machen soll. So, hier sieht man auch schön, wo ich gerade bin. Also Creativeverse gibt es die nächsten Wochen nur noch einmal. Unter Umständen, wenn ich Lust habe, aber vielleicht mal als Streams. Garantiere ich aber nicht. Im Moment streame ich ja eigentlich nur dann, wenn Koya streamt und wir das Gleiche machen. Ansonsten schaue ich meistens eher selber zu. Von daher werde ich dienstags definitiv nicht regelmäßig streamen. Man muss doch zuschauen, was Koya so anstellt, oder? Oh, da ist auch so ein schöner Baum. Der ist ja nett. Oh! Hallo! Danke! Oh, der Baum ist cool. Den habe ich ja auch noch nicht gesehen. Da sieht man, was man alles übersieht, obwohl man dort in der Nähe dauernd ist. Das sieht doch cool aus, oder? Die Vogelgesänge, die man hört, ist auch lustig. Ja, die Macher von Creativeverse, also Playful, legt da eigentlich ziemlich großen Wert drauf, auf die Ambient Sounds. Da habe ich eh schon mal gesagt, die kann man sich auch runterladen. Komm her. Komm her zu mir. Danke, komm her. Ich habe für jedes Feral Pixie was über. Auch für dich. Nimm ich mein Schwert. Dann folgen wir dem Leafy da. Hix. Bin noch ganz leicht benommen von dem Schweinchen. Eins, zwei, drei. Das war ein Baumstück zu viel. Und zwar von dem. Jetzt hört man es wenigstens, wenn man da unten wechselt. Das heißt, man kann, es kann einem nicht mehr so schnell passieren, dass man das Falsche drinnen hat. Das ist natürlich praktisch. Ja, Plan habe ich für die heutige Sendung nicht, wie ihr seht. Ich wollte euch die Neuigkeiten zeigen. Warten wir mal, bis Nacht ist. Oder wartet, ich kann es euch gleich zeigen. Schaut hier mal, wir haben hier drei Schweinchen, ja? Normalerweise hätte ich jetzt meine Ruhe. Vergesst das. Schaut hier, was die machen. Die kommen einfach ins Wasser. So. Deswegen deutlich verbesserte UI. Ja, also nichts mehr mit Seemann aus der Ferne. Das kann man vergessen, jetzt wird man sie wohl doch stunnen müssen. Jetzt nehme ich mal einen Heiltrank. Zwei Sekunden bin ich noch vergiftet.
Oh, neue Area. Da sind wir jetzt. Der Baum schaut auch cool aus. Ich höre dich, ich höre dich. Tada. Und ich sehe dich. Und ich höre euch, ich sehe euch, Hilfe. Waren das schon immer so viele? Weiß es gar nicht. Aber egal, dieses Pixelfur braucht man immer wieder. Und bis auf eine Leafies. X. Also. Ups. So, dann schauen wir mal. Wir sind jetzt hier. Das heißt, ich müsste nach Westen. Mach mal meine Landerkundung. Irgendwann haben wir alles aufdeckt auf unserer Karte. Das wird zwar wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern. Aha, ich lese da gerade noch, dass Rezepte auch verändert wurden. Und zwar, das Wood ist klar. Ja, doch, da hat man doch ein Rockstar Rod braucht. Da braucht man jetzt nur noch Knochen. Stimmt. Rockstar Rock Requirements for Leder. Ah, und die Lederkleidung braucht weniger Rockstar Rock. Ja, nur noch eins statt zwei oder drei. Das ist ja cool. Das heißt, es ist auch einfach am Anfang die Rüstung zu kriegen. Weil man nicht mehr erstmal X Rockstar suchen muss, die man dann umhaut und hofft zu überleben. Was ohne Schwert oder mit Holzschwert gar nicht so einfach ist. So. Wunderbar. So, jetzt müssen wir dann gleich bei der neuen Zone sein. Da drüben kommen wir hoch. Jawohl, sehen wir schon. Ups, ist doch eins durch. Tab und abbauen. So, wo sind wir? Das heißt, jetzt muss ich etwas nach Norden, damit ich die zweite da entdecken kann. Die nehmen wir gleich mit. Schadet nie für Heiltränke. Keine Ahnung, sowas braucht man immer. Immer wieder. So, da und da. Und dann machen wir hier auch.
Es gibt wieder viele Pilze. Ganze Pilzcremesuppe können wir damit machen. Norden. Und ein Stück Westen, genau. So, im Normalfall macht man sich Erkundungen natürlich mit leerem Inventar. Und nicht so wie ich mit wie immer vollem Inventar. Hier geht nicht. So. Eine neue Irrwert entdeckt. So, weniger nach Norden, mehr nach Westen. So. Ja, in dem Tempo erwischt es mich nicht so leicht. Ist mir schon klar. Schon sind wir in einer Savanne. Sieht man da oben rechts auch immer? Oh, dich mag ich auch. Kommst du auch ins Wasser? Oh, hast nicht so lang gelebt. Bosshawk? Haben wir da noch mal ein... Ah. Haben wir noch einen Platz im Inventar? Nicht mehr viel. Egal. So. Ja, ich werde versuchen, mehr Creatives aufzunehmen und dann vielleicht einfach so reinzuhauen. Kann ich aber auch noch nicht versprechen. Ich schau mal. Im Moment fällt ja auch irgendwie allerlei aus. Also mal schauen, was wir so machen. Okay. Gerade noch ausgegangen, dass ich da nicht runtergefallen bin. Da haben wir noch so einen Bosshawk. Ah. Und da haben wir eine schlafende Maus. Jo. Mein Inventar ist voll. Gut, dann müssen wir jetzt zurück teleportieren. Und ich würde sagen, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat die Infos zum Update auch ein bisschen gefallen. Ich kann euch nur empfehlen, schaut es euch an, gerade wenn ihr vielleicht alleine seid. Und jemanden habt, der sonst noch Creativer spielen will. Es ist ein ganz schönes Spiel, free to play. Vielleicht nicht ganz so umfangreich wie Minecraft, aber macht einfach Laune. Zumindest solange man Ideen hat und viel Zeit, die man da investieren muss. Das ist nun mal. Also dieses Farmen etc. geht jetzt nicht gerade in 5 Minuten. Das dauert schon seine Zeit. So. Und man braucht ein großes Lagerhaus. Mit wem habe ich darüber geredet? Ich glaube, mit der Gina haben wir heute diskutiert. Wie groß ihr Lagerhaus wird, ihres wird wahrscheinlich noch mal ein Stück größer als meines. Ja, mal schauen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Sagt tschüss, tschau, baba, bis zum nächsten Mal.